Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt, schön, dass ihr da seid. Wir sind wieder bei Tarkov, wir sind auf Shoreline, wir versuchen es ein weiteres Mal. Und haben wieder die Unterwäsche an. Meine AKSU. Die kann ich nochmal... Okay. Lassen wir es so, wir gehen los. Wenn euch die Videos gefallen auf meinem Kanal, dann freue ich mich natürlich... Wenn ihr ein Like da lasst und den Kanal unterstützt, wenn ihr das erste Mal da seid und noch nicht abonniert habt, freue ich mich natürlich auch über ein Abo. Wir beobachten erstmal, ob da noch was kommt. Man weiß ja nie. Ich sollte mal den Laser ausmachen. Sonst kann ich mir auch gleich eine Glocke an die Beine binden. Wenn die Wolken so vorbeiziehen, ist das echt krass mit dem Hell-Dunkel. Da hinten flimmert was. Aber ich glaube, das ist eher Grafik, ne? Wenn ich so hin und her gucke, ja. Wir haben noch ein bisschen was vor. Wir müssen noch einen Truck markieren. Wir müssen noch Skeffs töten in Unterwäsche. Ich glaube 7 Stück. Letztes Mal sind wir ein bisschen ins PvP geraten. Das war nicht so schön, weil mich das in der Quest behindert hat, auch wenn es Bock gemacht hat. Okay, hier scheint keiner zu kommen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal weiter. Mal schauen. Ich finde, Shoreline ist immer ein bisschen Überraschungskiste. Manche Runden laufen echt geschmeidig und ruhig. Und in manchen wirst du auf einmal weggeflankt. Weiß nicht mal, wo es herkommt. Das war ein Skeff, glaube ich. Den brauchen wir. Okay, nehmen wir mit und gehen auch schon weiter. Richtung Truck am Hafen. Beziehungsweise an der Baustelle ist der, glaube ich. Der, den ich noch brauche. Ich habe immer so ein bisschen gefühlt das Problem, dass wenn ich also anhalte, um mich umzuschauen und zu gucken, ob ich irgendwo Bewegung sehe, da denke ich immer, ja, gleich bin ich weg. Weil wenn du anhältst, bist du gutes Ziel. Und wenn du beobachtet wurdest, was man natürlich nicht vorher weiß, ist sich nicht bewegen immer nicht die geilste Option irgendwie. Aber in der Bewegung selber sieht man halt nicht so gut, wie wenn man stillhält. Also. Immer das gleiche Problem. In Tarkov. Hinterher ist man immer schlauer und vorher weiß man nicht, wie macht man es am geschicktesten. Oh, das Wasser hier unten ist neu, ne? Das
war doch früher nicht. Scheiß Grashalme. So, gehen wir jetzt geschickt rüber. Weiß ich auch noch nicht. War der Truck nicht hier irgendwo? Da ist er, glaube ich, oder? Ist das der Truck? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube ja. Ja. Skeff hinten links an der Straße. So in die Richtung ungefähr. Der hat gerufen, das heißt, der ist irgendwas. Ich warte jetzt noch kurz auf Save, das ist das Ding. Okay. Ansonsten sieht das wie folgt aus. Uns fehlen noch 3 Ration Packs und 6 Scavs. Wir brauchen beide. Ach, scheiße, da war ich doch eben, ne? Eine ist auf dem Dach beim Resort, eine ist, ja. Okay, ja, und die Kollegen, das machen wir ein anderes Mal auf jeden Fall. Puh. Ich weiß nicht, gehe ich nochmal die. Jetzt nach Norden über die Sattanlage, zum Resort über die Sattanlage. Und wenn wir das überleben, gehen wir Lighthouse raus. Und nehmen auf dem Weg noch mit Scavs, wenn wir welche finden. Könnten wir es tun? Oh fuck. Wo ist er? Alter. Das Rick ist mir zu groß mit zu vielen kleinen Feldern. Na gut, nehmen wir mit. Essen, trinken hätte ich vielleicht mitnehmen sollen, wenn das so ein längerer Raid wird, ne? Das war hinterher auch immer schlauer.
Ich habe aber auch scheiße geschossen. Warum eigentlich? Ich habe immer noch das Gefühl, ich habe mich an das Visier noch nicht so gut gewöhnt. Das Spectre kann ich noch ein bisschen besser, glaube ich. Das ist oben an der Satzanlage, wo ich hin will, ne? Glaube ich. Ist das hier oben gewesen oder war das noch weiter hinten? Der Schuss. Ich kann das aber ganz schwer zuordnen. Habe aber das Gefühl, dass es hier oben ist. Gucken wir mal. Nach wie vor Tarkov für mich ein absolut einzigartiges Spielgefühl. Konnte noch kein anderes Spiel so wieder liefern. Falls hier noch jemand ist und lootet, ich will nichts von dir. Ich will nur kurz hier an der Satzschüssel vorbei. Ich weiß gerade nur nicht an welcher. Okay. Haben wir. Ja, die andere ist wie gesagt auf dem Dach. Dann muss man glaube ich rauskommen, damit es zählt. Also das ist glaube ich noch die größte Herausforderung, lebend da oben hinzukommen aufs Dach, das Ding zu laufen und dann heile rauszukommen. Aber gut. Was tut man nicht alles? Ich glaube, dafür ist immer wichtig, nicht der Erste am Resort zu sein, ne? Und so früh damit offen reinzugehen. Dann ist ja dieser komische Panzer, ne?
Und einen Sniper von hier zu erwischen ist schwer, wenn da einer ist. Da habe ich mal auf Ignore gepackt im jetzigen Moment. In der Hoffnung, dass er mich auch auf Ignore hat. Und oh, Resort ist wieder so eine Sache, ne? Hinten rum, hoch aufs Dach, jeder hört dich. Boah. Natürlich soll wieder der Ast, der sich anhört wie eine unterirdische Luke. Sounds in Tarkov grundsätzlich eine geile Sache. Das Spiel ist mega atmosphärisch. Oh. Ja, ich weiß nicht, wo er ist. Kann sein, dass ich jetzt hin bin. Blöde Situation. Keine Ahnung, von wo er geschossen hat. Aber wir versuchen abzuhauen. Da ich nicht weiß, welche Position er hat und er sehr gut geschossen hat. Scheiße. Nervt mich ein bisschen. Dadurch dehydriere ich natürlich auch wieder. Was mir echt Probleme bereitet. Wenn ich noch ein bisschen Zeit hier verbringen will. Habt ihr eine Ahnung, von wo der geschossen hat? Irgendwo im, auf dem Resort oben oder eher im Süden? Ich habe keine Ahnung. Kurz mal horchen. Hier jetzt aufs Dach zu gehen, ich weiß noch nicht. So richtig happy bin ich mit der Idee noch nicht. Jetzt muss ich erstmal gucken wegen der Sniper da hinten.
verhalte mich hier erstmal ruhig. Was war nicht, verhalte mich ruhig, nicht zu verstehen? Ist das irgendwie auch anders gebaut worden? Nee, da ist der Sniperhügel. Alles klar. So, wie viele Minuten haben wir noch? 23. Ich höre ihn, aber ich sehe noch nicht. Boah, ist das laut. Ich hätte natürlich gerade den Sound des Flugzeugs mal als Deckung nehmen können, ne? Wäre vielleicht clever gewesen, ich weiß es nicht. Unten rennt wer. Das ist jetzt nicht so geil. Um hier heile wieder runterzukommen. Ich habe ja nur diese eine Option hier, um wieder runterzukommen, ne? Das ist nur diese Treppe. Boah.
Unter mir ist jemand, der klickt an seiner Waffe rum. Da ist er wieder. Da kann er doch nicht hochkommen, oder? Das ist ein Trick, den ich nicht kenne. Das ist so mies. Das ist so mies. Du kommst von diesem Scheißdach nicht runter, ey. Du hängst da so in der Falle. Ja, Sorenhuhn. Ist auch ein toller Name. Und das ist die kreativste Lösung für dich, war. Chapeau. Aber im Namen lag es nicht. Schade, schade, schade. Schokolade. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Wie gesagt, lasst gerne Like da und Abo, wenn ihr es nicht schon längst habt. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Tarkov-Folge. Checkt den Kanal mal aus. Schreibt mal eure Meinung, wie ihr mit der Situation gerade umgegangen wärt. Wie spielt man das taktisch vernünftig aus? Hätte ich gerne mal einen Tipp zu. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Macht's gut. Ciao.